Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure. Im letzten Part haben wir uns mit Piedmon angelegt. Doch gerade als es aussah, als könnten wir gewinnen, hat es plötzlich Yamato und Taichi in Schlüsselanhänger verwandelt. Das uns natürlich jetzt ein bisschen verteidigungslos lässt. Ohne die zwei Mega-Digimon-Nutzer. Und deswegen haben wir erstmal Compression Pack. Oh. Halbiert erst SP-Konsum. Okay, da will ich jetzt mal sehen, was das macht. Also wie viel das braucht. Relativ viel. Ich könnte den SP-Boost wegnehmen. Und ich könnte den SP-Boost wegnehmen. Was aber bei ihm nicht so viel bringt. Bei dir allerdings... bringt es auch nicht viel. Eine coole Sache, aber ich kann gerade nichts mit anfangen. Das ist das Problem. Und ja, wir haben jetzt ein Problem, weil... ohne Mega-Digimon ist halt schlecht, gegen Piedmon zu kämpfen. Und da ist das auch schon wieder. Okay, und die drei stellen sich in den Weg. Doch auch die drei werden sofort in... Anhänger verwandelt, genauso wie ihre Digimon. Wir können nur wegrennen. Damit waren es nur noch Sora, Ikari und Takeru. Langsam sieht es echt schlecht aus. Oh Gott, dann nehmen wir hier noch Gigadramon rum. Das ist jetzt weniger nett, dass hier auch noch solche Viecher rumrennen. Megadramon, hi. Ich schau nur nach Truhen. Ignoriere mich bitte einfach. Nahaha. So viel dazu. Oh, komm schon. Hau ab. Ohne Mega-Digimon will ich nicht gegen Gigadramon kämpfen. Und auch nicht gegen Megadramon. Das könnte sonst etwas problematisch werden. Hi. So, die zwei sollen entkommen. Denn Sora versucht Piedmon nochmal irgendwie aufzuhalten. Doch natürlich, ich kann auch das nicht vielversprechend sein. Und Hikari macht sich natürlich Sorgen. Okay, nochmal Rank Up. Sehr schön. Wir können nur versuchen, immer weiter zu entkommen. Aber wir sind hier auf einem Balkon. Von dem wir nicht so leicht wegkommen anscheinend. So, Patamon versucht, sich mit Piedmon anzulegen. お兄ちゃん。諦めるな。お兄ちゃん。諦めるな。諦めるはずがない。最後まで力を振り絞るんだ。諦めないよ。最後まで諦めない。僕たちが死んだら、この世界も僕たちの世界も滅んでしまう。だから諦めちゃダメなんだ。 Geliyor.
Und als alle Hoffnung verloren scheint, erstrahlt das Wappen der Hoffnung. Das einzige Digimon, was bisher nicht auf das Ultra-Level digitiert ist, digitiert nun. Magna-Angemon oder auch Hole-Angemon. Ich glaube, Gatomon ist aber eigentlich auch noch zu einem Anhänger geworden. Da waren nämlich nur noch Patamon übrig. Weil ich mir da nicht sicher bin. Damit haben wir zwei Ultra-Digimon-Engel. Wow, und den müssen wir jetzt echt gegen Piedmon kämpfen? Wow. So, wir haben Heaven's Gate, wo nicht mal eine gescheite Sache dazu steht. Hey, Disinfection und Soul Banish. Ja, gute Frage. Nutzen wir einfach mal Heaven's Gate. 4000 noch was, das war ziemlich viel Schaden. Soll ich jetzt echt mit den Zweien gegen das Ding kämpfen? Das ist ganz schön krass. Gut, probieren wir es erstmal mit Regain. Eieiei, da geht's schon los. Was ist das? Okay, es ist irgendwas anderes. Soul Banish, schauen wir uns mal das an. Okay, guten Schaden machen wir auf jeden Fall. Angemon, du darfst auch mal ein Regain bekommen. Während wir jetzt erstmal den Holy Arrow casten. So, und dann kommt das Giga Heal Plus. Erstmal uns wieder zu heilen. Und dann ist das Heaven's Gate. Das immerhin recht viel Schaden macht, aber. Ah Gott, ey, der Typ macht halt auch viel Schaden. Muss ich mich eigentlich fast konstant heilen. Ach verdammt. Dass das jetzt so gut war. Ich wage es zu bezweifeln. Okay, ich habe noch überlebt. Ich sollte nicht Heaven's Gate einsetzen, wenn ich das erst als zweites einsetzen kann. So, mach nochmal Regain auf Magna Angemon, obwohl ich das jetzt eigentlich nicht mal wollte. Mega Heal auf dich selbst. Beziehungsweise auf beide, natürlich. Angriff wieder normal, sehr schön. Das heißt, ich werde jetzt definitiv schon mal nicht sterben. Das ist immerhin schon mal etwas. So, ich krieg noch 4 Schaden. So, Heaven's Gate. Heaven's Gate! Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, und dann einmal so angreifen, damit du einfach wieder schneller dran bist. Während du nochmal Regain auf dich selbst zaubern musst. So, einmal Regain. Das wurde schon aufgenutzt von Magna Angemon. Dann gehen wieder die Verteidigung und der Angriff hoch. So. Einmal Heaven's Gate. Und einmal das Giga hier. So, das war Nummer 2. Das war Nummer 1 für dich. So, und das ist die Nummer 3 für Magna Angemon. Das heißt, wir müssen dann sofort Regain wieder einsetzen.
Au. Ja, so viel dazu. Krieg ich dich noch down damit? Oh, das wird knapp. Das wird nicht nur knapp, das wird gleich zu schlecht. Ach du Schande. Ja, das war's. Verdammt! Weil er leider zweimal so mies auf Angewohnmon angegriffen hat. Ah, verdammt, ey. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, sobald der Kampf neu beginnt. Bis dann! Und da sind wir auch wieder. Bei dem Kampf gegen Piedmon. Mit ein paar kleinen Änderungen. Ein Level höher sind beide, einfach weil ich ein paar Digimon auf dem Weg hierher fertig gemacht habe. Ja. Ich habe Patamon Fokus gegeben. Und habe ihr den Mega Heal abgegeben. Denn Cent R ist ein Giga Heal Plus für alle. Und deswegen brauchte ich nicht unbedingt nochmal einen Mega Heal Plus. Und habe ein bisschen natürlich dann auch dementsprechend das Zeug ein bisschen umstellen können. Und das sollte jetzt so ziemlich gut passen. Ja, 4000 Schaden. Aber diesmal ohne, dass ich einen Volltreffer hatte. Was ich beim letzten Mal ja recht häufig sogar hatte. So, dann einmal Regain auf dich. Und dann, wie gesagt, einmal Saint Air. Riesen Giga Heal Plus Fist. Schockst mich da so ein bisschen mit beiden. Das ist nicht nett. Aber alles noch vertretbar. Zumal ich gleich doppelt dran bin. Boom, 6500. Na, das sieht doch gut aus. Boom. Und einmal Saint Air. Diesmal lasse ich es gar nicht erst so weit kommen, dass ich hier irgendwie großartig in Gefahr gerate. Hoffentlich. So. Einfach mal so an. Okay, er ist auch wieder zurück auf normal. No, nochmal Break. Der war natürlich weniger schön. So. Das war jetzt das falsche Regain leider. Ich wollte es eigentlich auf sie selber einsetzen. Denn ihr Regain dürfte jetzt ausgelaufen sein. Ja, und bei dir ist jetzt auch wieder alles auf normal. Das ist aber nicht so schlimm. Ich kann sie nicht sofort wieder reinhauen. Boom. Jawohl, 7000 Schaden. So möchte ich das doch sehen. So, du wirst weiter gebreakt. Das ist natürlich nicht nett. Ah, du brauchst aber trotzdem jetzt einen Regain auf dich selbst angewummern. So. Einmal hat Magna Angewummern jetzt schon benutzt. Und der holt seinen Spirit wieder hoch. Und ist auch nochmal schneller. Magnangemon zweimal genutzt. Ah, sehr schön. Break und Schock. Und nochmal ein Giga hier plus. So, Angewummer nutzt es jetzt das erste Mal.
Bombing-Kombo, diesmal läuft der Kampf auf jeden Fall um einiges besser. Das dürfte jetzt schon vielleicht zu Ende sein, ja. Den Kampf haben wir somit in der Tasche. Perfekt. Im Anime hat ein Heaven's Gate funktioniert, um Piedmon zu verbannen. Healthy Child. Lowest Chance of Poison, Sticky and Steel Steel. Okay. So, er versucht abzuhauen. Wir konnten die anderen jetzt noch nicht wieder befreien. Und Magna Angemon holt schnell die anderen wieder raus. Jetzt, wo sie wieder frei sind, klingt jetzt bei uns an der Tür. Deswegen bin ich sofort wieder da. So, entschuldigt bitte. Da musste ich aber hin. Denn es ist ein Paket gekommen, auf das ich schon gewartet habe. Die Sache ist nämlich, die mein jetziges Logitech-Headset, mein G35, ist leider etwas kaputt gegangen. Das aber daran liegt, dass die Katze das Kabel mittendrin angebissen hat. Deswegen hat sie jetzt so einen leichten Wackelkontakt mitten im Kabel. Das heißt, bei gewissen Bewegungen wird es auf einmal rausgenommen, dann wird es nicht mehr erkannt und dann ist es plötzlich weg. Deswegen muss ich momentan immer aufpassen, dass ich mich nicht allzu viel bewege, während ich aufnehme oder Skype oder was auch immer. Und als ich das natürlich mitgekriegt habe, habe ich mir sofort ein neues bestellt. Habe jetzt ein Logitech, das kann ich ja mal nachher gleich anschauen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall ein Nachfolger von dem G35, ich glaube 900 noch was war es. Welches halt aber auch kabellos ist. Naja, egal, das probiere ich dann beim nächsten Mal aus. Jetzt wollen wir erstmal sehen, was hier noch weiter passiert. Dennoch ist Piedmon natürlich da. Und es ruft nämlich, glaube ich, eine riesige Armee von Wilmon auf, das Feld. Doch auch diese Armee von Wilmon hat dann keine Chance, weil Ogremon und die ganzen anderen Digimon alle da sind. Und es waren natürlich nicht nur die 5, die man jetzt hier sieht, oder die 6, die man jetzt hier sieht, sondern es waren noch viel mehr Digimon, die man auf der ganzen Reise getroffen hat. Moyamons, die Palmons waren, glaube ich, auch mit dabei, etc., etc. Mehr Gekomons, mehr Otamamons. Alle Digimon, die mitkämpfen wollen. Nun haben wir anscheinend wieder die Möglichkeit, nochmal gegen Piedmon zu kämpfen. Die Frage ist, dann will ich ja Takeru eigentlich schon fast mit unbedingt dabei haben, oder? Oder wieder nicht? Patamon ist definitiv halt eine gute Hilfe, aber wenn ich jetzt natürlich wieder die Möglichkeit habe, Gabumon und Agumon mitzunehmen, dann ist es, glaube ich, besser, die beiden mitzunehmen. Nur auf den Fokus muss ich halt wieder achten, dass ich den Fokus wieder drauf kriege, wenn ich ihn irgendwo mal wieder finde. Da haben wir ihn doch. Ich darf auch nicht speichern und nichts, das ist echt mies. Dann auf geht's. Zum finalen Kampf gegen Piedmon wahrscheinlich, hoffe ich. Wäre blöd, wenn nicht. Ups, das war jetzt ein bisschen zu wenig. Ach, Tailmon wird ja nicht mal geheilt, das ist ja echt mies. Das ist echt gemein einfach nur. Dass man Tailmon nicht mal heilen darf. Oder sie nicht geheilt wird nach dem Kampf, wenn ich nicht mal einen Speicherpunkt bekomme. Dann hätten sie mich wenigstens heilen müssen. Meiner Meinung nach. So, alle geschockt, wunderbar. Rampsword hinterher. Aber alles noch im Bereich des Vertretbaren. Ne, da greife ich jetzt sogar einfach so an. Treffe aber nicht. Aber immerhin die Bonding-Kombo.
mit dem gefokusten Kyoto's Breath. So. Einmal Enger. Einmal Superkonter. Und normaler Konter nochmal. Wow, und das Ding macht auch Fokus, ne? Das ist sehr mies. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt brauche ich sogar tatsächlich erstmal ein Item. Komm, die 800 reicht. So, jetzt ist er natürlich um einiges gestärkt. Eieieiei. Wow. Leider muss ich jetzt erstmal durchheilen. Ich kann nicht wirklich angreifen. Wow. Das ist jetzt tatsächlich nochmal um einiges stärker. Einfach nur, weil es einen Fokus drauf hat und komischerweise, weil ich es immer zu nicht treffe. Ich komme ja nicht mal zum Regain gerade. Nicht ordentlich zumindest. Was war ich denn zum ordentlich Schaden machen? Angriffsverteidigung wieder normal, das heißt, ich muss es wieder einsetzen. So, jetzt komme ich endlich mal wieder zum Regain. Den kriegst erstmal du. Und danach muss ich aber wieder heilen. Wow. Der Schaden. Das mickrige Schädchen, was ich da reindrück nur. Vergleich. Oh, fuck. Okay, der Kampf könnte etwas schlechter laufen. What the hell? Brauchst aber ein Regain auf dich selber jetzt nochmal. Ansonsten habe ich ein Riesenproblem, wenn bei dir das Regain jetzt ausgeht. Ohne deine Heilung überlebe ich hier nicht mehr lange. So, Nummer 1 von Metallgaroromon. Okay, er geht wieder zurück auf normal. Möchte es anscheinend auch nicht gleich wieder einsetzen. Das ist sehr praktisch von dir, danke. Das heißt nämlich, ich kann jetzt wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen Schaden auch machen. So viel dazu. So, Metallgaroromon die zweite. Hangemon die erste. Regain auf ihn. Und Saint Air. Das Trump Sword, das macht so viel Schaden. Und der Angriff natürlich auch. Der breakt sogar nochmal. Ah. Das ist das dritte Mal von dir. Nee, eine Gaia Force. So. Item. Die brauchst du ganz unbedingt. So, ist auch die Nummer 1 von dir. Wow, er macht halt gar keinen Schaden gerade, weil ich keinen Anger drin habe und er seinen Fokus.
Und es schockt halt auch alles. Bei ihm ist auch wieder alles auf normal zurück. Hier kann ich ja gerade nichts anderes machen. Ich muss mich heilen. Ich kann keinen Regain wieder einsetzen. Was damit aber die Nummer 2 für sie ist. Und ich setze aus Versehen Regain ein. Verdammt. Das war wieder mein Fehler. Dieser Fokus, ne? Du hast keinen Regain drin. Du darfst einfach so angreifen. Ich wollte gerade sagen, gar keiner geschockt. Es wäre ein ziemlich gutes Ding gewesen diesmal. Aber jetzt ist es natürlich nicht geblieben und Angewummon kriegt so viel Schaden ab. Ah, danke. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Jedes Mal wieder. Ich muss einmal Special Meat benutzen. Einfach damit ich jetzt wieder im Kampf bin. Der hat mich so krass aus dem Kampf rausgeworfen, dass ich nicht mehr hinterherkomme. So, jetzt brauche ich nämlich einmal Regain auf dich selbst. Und dann einfach einmal... einfach einmal angreifen, damit du wieder schnell möglichst dran bist. Ich fände es voll gut, wenn es sich Enger halt mal wieder aktivieren würde. Das macht es nämlich jetzt gerade gar nichts. Es hat sich ein einziges Mal bisher aktiviert. Es ist ja nicht so, als würde Wargreymon nicht ständig was abkriegen. Alle geschockt, ey, meine Güte. Ich mach keinen Schaden. Das ist so krass. Ah, Mann. Regain auf dich. Und Saint Air. Wenn er es halt nicht immer gleich wieder Fokus einsetzen würde, sondern immer mal wieder, aber er macht es halt leider genau richtig. Indem er es immer wieder gleich draufhaut. Wodurch ich keinen wirklichen Schaden machen kann. Er halt Schaden drückt wie sonst was. Ach komm schon, Enger. Mann. Ich habe auch gerade kein Glück mit Enger. Mal wieder Regain auf dich. Und Saint Air. Ich hätte vielleicht doch einen Death Charge gebraucht. So. Okay.
Jetzt darf ich mal wieder ein bisschen. Wow, wir haben hier fast bis zur Hälfte runter. Meine Güte. So, Regain auf dich selbst. Und Saint Air. So, er geht wieder zurück auf normal. Benutzt sofort wieder. Oh Mann. Das einzige Gute daran ist, dass ich halt jetzt sozusagen eine Runde plus habe. Oh Mann. Allein durch diesen Kampf dauert der Part jetzt so lange. Ich echt nicht erwartet habe, dass der so viel stärker wird. Im Vergleich zum ersten und zweiten Kampf wohlgemerkt. Wir haben ja schon zweimal gegen ihn gekämpft, aber das ist ja um so viel krasser gerade. Vor allem, weil er halt so oft crittet. Das ist unglaublich mit dieser Toy Wonder Sea. Und ich einfach keinen Anger bekomme. Das ist das Nächste. Wenn ich halt wenigstens mal Anger bekommen könnte. So, Regain einmal auf dich nochmal. Saint Air. Mhm. Angriff wieder auf normal. Genauso wie die Verteidigung. Also kommt der Fokus. Und der normale Angriff. Oh Mann. Zweimal Trump Sword, das ist in Ordnung. Das macht weniger Schaden als der andere Müll. Okay. Die Bonding-Kombo ist immer sehr, sehr gut zu kriegen. Das ist tatsächlich der Angriff, der am meisten Schaden macht. Ah, der Holy Arrow ist aber auch ziemlich gut. So, einmal Regain. Für dich selber. Und die Saint Air hinterher. Jetzt bin ich einigermaßen stabiler drin, ne? Noch. Aber ich bekomme halt auch einfach kein Anger. Ah, sehr schön. Ich bin noch vor Piedmon wiedergekommen. Durch den normalen Angriff. Das heißt, jetzt nochmal die Möglichkeit rein theoretisch für eine Bonding-Kombo. Die ich aber nicht nutzen werde. Einfach weil ich lieber Regain gerade habe. Und mich heilen muss. Also ihn sogar nochmal geschockt. Sehr schön. So, und wieder Fokus. Ja, immerhin nicht vor seinem Angriff. Oh, er setzt gar keinen Fokus ein. Endlich. Endlich die Möglichkeit, mal Schaden zu drücken. Natürlich nicht ganz so viel mit ihm, weil er einfach kein Anger hat. Aber immerhin mehr als vorher. Das dürfte jetzt Schaden machen. Jawohl. Ah, das wiederum ist eher schlecht. Das Regain ist von ihm weg. Genauso wie seine SP bald weg sind. Das ist okay, das ist vollkommen okay.
Das ist auch okay. Das ist sogar perfekt. So, und jetzt einfach noch Schaden, Schaden, Schaden. Regain auf dich selbst. Und dann darfst du sogar angreifen. So, du kannst noch einmal Kokytos Breath machen. Danach hast du jetzt leider nicht mehr viel übrig. Aber das... nein. Kurz vorm Ende. Ich will das nochmal verschweren. Komm schon. Haut ihn einfach weg. Egal wie, haut ihn einfach weg. Nochmal eine Bonding-Kombo und dann hoffentlich war's das. Fast. Fast. Komm schon. Jetzt. Das war's. Solange das trifft, war's das. Puh. Oh mein Gott, war der Kampf anstrengend. So ein mega starkes Digimon mit Fokus. Ach du Schande. Oh. Zweimal Action. Allows the user to attack twice. Cool. Jetzt kann ich das einfach automatisch. Genau, es wird nämlich alles böse in das Tor gezogen. Doch, Piedmon wird dahinter versiegelt. Aber irgendwas ist noch merkwürdig. Ja, und Ginai meldet sich wieder. Unsere wahren Gegner sind nicht die dunklen Meister. Und damit beenden wir hier den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Cliffhanger.